haben heute eine wunderschöne Talkrunde. Ich habe hier vier Gäste neben mir. Direkt außen haben wir den Arno. Arno Rosel, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, und dann gehen wir mal von da nach da. Direkt neben mir auf dieser Seite Steffen Möller. Ja, hallo, Steffen Möller aus dem schönen Framersbach. Aus dem schönen Framersbach. Er betont natürlich immer wieder fast Olympiastadt. Mhm. Und dann haben wir dort den Wolfgang Toast. Tast, nicht Toast, nicht ja. Tast, das ist richtig. Wie die Tastatur. Wie die Tastatur, der Wolfgang Tast. Nicht? Genau. Und last but not least, der Mann in der roten Jacke fällt natürlich immer auf, Peter Buchenau. Schön hier zu sein, Michael. Ich habe mal das Thema angesetzt, Unternehmer sind die besseren Politiker. Ja, ob das nun wirklich der Fall ist, das bleibt auch mal dahin zu stehen. Für unsere Politiker ist es natürlich auch nicht sehr, sehr schwierig. Von jedem vielleicht mal so kurz, gerade in dieser Zeit, wie ist es dir gegangen? Ja, also es ist ein Hauen und ein Stechen, ja, in der Situation. Und was es extrem schwierig momentan macht für meinen Berufsstand auch als Künstler ist, dass du keine Planbarkeit hast. Und diese, ich sag mal, Situation ist sowas von unbefriedigend, weil du mit jedem Event, wo du verschieben musst, ungefähr 3 bis 4 Stunden Aufwand hast, zusätzlich investieren musst, wo du aber kein Geld dafür bekommst, wo du kein Einkommen bekommst. Das heißt, wenn du jetzt so wie wir 450 Veranstaltungen verschiebst, mal Faktor 4 an Stunden, dann weißt du, was es ungefähr an Stunden bedeutet, wo du arbeitest, ohne da in irgendeiner Art und Weise entlohnt zu werden. Tja, und der Wolfgang, der hat sich extra was einfallen lassen, was gerade in dieser Zeit im Prinzip jeder braucht, um sein Geld in Sicherheit zu bringen. Wolfgang, wie hast du die letzte Zeit erlebt? Na gut, wir hatten den Vorteil, dass wir eigentlich mehr machen konnten, weil halt sehr viel online stattfindet. Die Beratungen, die vorher persönlich waren, die finden weitestgehend am Netz statt. Die finden mit irgendwelchen Zoom-Meetings oder solchen Sachen statt. Und der Vorteil ist auf der einen Seite, dass man konzentrierter bei der Sache ist, aber es fehlen natürlich die persönlichen Kontakte, es fehlt die zwischenmenschliche Beziehung und ich persönlich habe mich jetzt in dieser Zeit auch sehr gefreut, dass wieder echte Meetings stattfinden, dass sich Menschen wieder richtig treffen und dass eben nicht nur alles online geht. Handwerk hat goldenen Boden, sagt man. Handwerker haben ja überhaupt kein Problem, Steffen, die Auftragsbücher sind voll, ihr habt mit der ganzen Krise nichts zu tun. Ja, was heißt mit der ganzen Krise nichts zu tun? Natürlich haben wir Aufträge, die wir auch abarbeiten können, wenn wir denn, ich sage jetzt mal ganz einfach, auch immer unsere ganzen Materialien, Rohstoffe etc. bekommen. Da ist im Moment natürlich schon das ein oder andere im Argen. Zum Beispiel im Moment gerade Silikone sind schwierig zu bekommen in allen Farben, so wie wir das halt meistens auch brauchen. Da muss man natürlich schon ab und an auch improvisieren. Ja, und der Arno, eben Architekt, gerade in dieser Zeit, ältere Leute wollen ihr Geld jetzt natürlich unterbringen. Da braucht man natürlich den Architekt, wenn man den Anbau plant oder was auch immer plant. Wie geht es einem Architekt in diesen Tagen? Ja, gemischt. Also erstmal möchte ich sagen, ich bin Haustechnikplaner, Ingenieurbüro. Das ist ein Part von dem ganzen Teil und hier gibt es auch wieder beide Seiten. Also die Seite Nummer eins ist, dass wir momentan sehr viel zu tun haben, dass der Staat klimaneutrale Gebäude haben möchte und klimaneutrale Gebäude müssen geplant werden, müssen auch umgesetzt werden vom Handwerk. Das ist die eine Seite. Die Kommunikation hat sich auch in dem letzten Jahr drastisch verändert. Das heißt, viele Termine, die vor Ort stattgefunden haben, in dem Planungsteam, wurden auf online umgestellt. Der positive Effekt ist, dass wir nicht nur klimaneutrale Gebäude bauen und planen, sondern dass sich auch das Klima verändert hat durch diese Gewohnheiten. Das heißt, weniger Reisen, weniger Termine, diese ganzen Dinge. Wir haben auch im privaten wie im geschäftlichen Bereich viel weniger Fahrten. Ich bin öfters nach Berlin gefahren. Findet alles online statt. Also weniger Mobilität, weniger CO2-Ausstoß und hier einen Mix zu schaffen für die Zukunft, dass einfach wir nicht mehr
auf den komplett alten Weg wiederkommen, sondern irgendwo so einen Mittelweg finden. Ich glaube, der tut uns allen gut. Wolfgang, wenn du, nee, Peter meine ich. Peter, du bist jetzt Politiker. Mhm. Was hättest du anders gemacht in dieser Situation? Ja, ja, glücklicherweise ist es ja so, dass ich ja, bevor ich Künstler wurde, ja wirklich einen ordentlichen Beruf hatte. Ja. Ich bin Elektroingenieur und war jahrelang für US-Konzerne im Krisenmanagement tätig. Und was ich wirklich ankreide der Politik, ist eine mangelhafte Krisenkommunikation. Ja. Das ist dieses Thema. Es wird kein klares Statement abgegeben. Und ich glaube, das schürt eine Unsicherheit in der gesamten Bevölkerung. Ja, wenn ich weiß, ich muss nach A laufen, dann habe ich ein Ziel. Aber wir haben jetzt hier 24 oder 26 Ziele, wo wir hinlaufen und keins ist konkret und durch das kommt dieses Durcheinander. Also ich glaube, im Rahmen der Krisenkommunikation hat die Bundesregierung ein erhebliches Nachholpotenzial. Wolfgang, hat der Peter da recht oder was hätte man eben anders machen können? Sind diese Entscheidungen nicht auch für die Politik immer sehr, sehr schwierig? Na gut, sie sind natürlich sehr schwierig, aber ich denke mal, dass es zwei Dinge gab, die sehr fatal waren. Das ist zum einen, dass es nicht gelungen ist, eine einheitliche Regelung zu treffen, dass wirklich du geguckt hast, meine Frau ist im Außendienst unterwegs, sie musste gucken, in welchem Bundesland bin ich unterwegs, was gelten da für Regeln, was gelten dort für Regeln. Also das ist niemals gelungen und jetzt bei dieser aktuellen Expansion dieser Zahlen, denke ich mal, war es ein großer Fehler, einfach diese kostenfreien Tests einzustellen und auf kostenpflichtig zu machen, um den Druck auf die Nicht-Geimpften zu erhöhen. Und ich glaube, das war voll Schuss ins Knie. Ja, Thema Impfen, Impfpflicht, ich sage immer wieder, man diskutiert ja darüber, gerade in Krankenhäusern und so weiter, eine Impfpflicht einzuführen. Ich glaube, dann hätten wir noch weniger Personal. Und ich meine, es hapert ja gerade am Personal, Arno, in den Kliniken, in den Krankenhäusern, glaubst du, dass mit einer Impfpflicht, wenn wirklich jetzt, sag ich mal, alle außer ein paar Kinder, die wir nicht impfen können, geimpft würden, dass es damit getan wäre? Ich glaube, dass noch viel Unsicherheit herrscht. Hm. Dass die Corona-Krise, das kam auf uns zu und jeder hat versucht, daraus das Beste zu machen. Und es ist noch so viel Unwissen da. Wir hatten eigentlich vor einem Jahr die Hoffnung, okay, es kommt ein Impfstoff. Wenn der Impfstoff da ist, lassen sich viele Leute impfen und wir haben das alles überstanden. Und jetzt hat sich halt gezeigt, dass trotz Impfstoff, trotzdem, dass ich eine relativ hohe Anzahl, also 60-70%, ist eigentlich schon mal ein guter Anteil und damit eine Herdenimmunität zumindest das Ziel hat, dass wir das schaffen, aber es hat sich jetzt gezeigt, dass das ja auch nicht die Lösung ist, dass viele Leute, die geimpft sind, viele Leute, die jetzt einfach durch diese Impfung dann auch diese Freiheit wieder erlangen und auch diese Freiheit leben wollen, dass ich wieder ins Kino kann, dass die Jugend wieder mal in die Diskothek kann und diese ganzen Dinge. Und das hat halt jetzt das wieder so verändert und die Zahlen sprechen ja jetzt eine Zahl, dass wir jetzt ja noch viel mehr Leute sich infiziert haben und deswegen ist viel Unwissenheit da und ich hoffe halt, dass es nach und nach wir einen Weg finden, wo uns eine gewisse Normalität wieder leben lässt. Als Kinder haben wir eigentlich gelernt, man muss öfter mal in Dreck packen. Man muss viel draußen sein, man braucht frische Luft, man muss auf Deutsch gesagt spielen, um Abwehrstoffe zu bilden. Steffen, ist es nicht so, dass durch diese ganze Angelegenheit unsere Kinder und auch wir selber zu wenig eigene Abwehrstoffe bilden, um überhaupt, weil natürlicherweise kämpft das menschliche Immunsystem gegen alles, was da auf ihn zukommt. Sollte man dem Immunsystem und dem Mensch nicht die Chance auch geben, dagegen zu kämpfen? Ja gut, es ist natürlich immer schwierig zu sagen,
Natürlich, die beste Abwehr ist natürlich, dass der eigene Körper Abwehrstoffe schafft. Das ist ja schon mal das Grundsätzliche. Aber es ist halt so, dass wahrscheinlich keiner das verantworten möchte von den Politikern oder sich die Zeit geben möchte. Jetzt ein dritter Lockdown, ein vierter Lockdown, dann gibt es vielleicht einen fünften oder was weiß ich was noch alles. Und die Problematik ist, glaube ich, auch, dass, ja, wie es vorhin schon angesprochen ist, fehlende Kommunikation. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was sich die Politik geleistet hat. Da so, morgen so, übermorgen wieder was anderes. Man muss eine Linie führen mit klaren Wegen. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, die Kinder, die ja am meisten unter der ganzen Sache leiden, wo ich jetzt sage, okay, ich gehe in die Schule mit Maske, ich weiß nicht, und habe ein Fenster offen. Was ja an und für sich der klare Menschenverstand sagt, es ist ein Irrsinn, das zu machen. Dann muss man eben auf andere Sachen eben setzen und da eben zu investieren. Aber ich glaube, auch da ist im Gesundheitssystem in den letzten Jahren sehr viel verpennt worden. Und das kommt jetzt hier alles auch zum Tragen. Peter, ist es nicht auch ein Stück weit so? Ich meine, wir bekommen heute Berichte gezeigt. Wir haben damals Berichte gezeigt bekommen aus irgendwelchen Ländern, die unter ganz anderen hygienischen Verhältnissen leben, wo es ganz katastrophal ist. Das kann man wahrscheinlich mit hier nicht vergleichen. Und dann ist es natürlich auch so, dass eben gerade eben, ich meine, wir müssen es heute ausbaden irgendwie, die Versäumnisse der Politik, Abbau von Krankenhauspersonal, ja. Abbau von Intensivbetten, ich glaube, da sollte man im Moment wirklich ansetzen, da wirklich was zu tun. Ja, das ist einer der verschiedenen Faktoren, wo man was tun kann. Ja, ich meine, warum laufen die Leute auch weg aus den, sag mal, Kliniken oder dem Pflegebereich? Ist es halt so, dass je mehr Menschlichkeit du in einem Beruf hineinbringst, desto niedriger ist dein Gehalt. Ja, das heißt im Umkehrschluss, je weiter ich von der Menschlichkeit entfernt bin und sagen wir Bankberater, Steuerberater oder in diese Richtung gehe, Investmentbanker, ja, wo es dann nur noch ums nackte Geld geht, umso mehr kann ich verdienen. Aber alle diese Leute, ich sage es mal, Pfleger, Krankenschwestern, Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungssanitäter, alle diese Leute, die wo nah am Menschen sind, die sind total unterbezahlt und durch das gibt es eine Fluktuation. Was dazu kommt, ist, dass du heute eigentlich in den Kliniken nicht mehr krank sein darfst, weil krank sein kostet Geld, sondern Kliniken sind wirtschaftlich denkende Unternehmen und die müssen auch ihren Gewinn abwerfen. Und das ist aus meiner Sicht diese Situation, wo man gegensteuern müsste, um die Leute auch zu halten, A, bessere Arbeitsbedingungen den Leuten anzubieten, dann auch Schutzmaßnahmen denen anzubieten und vor allen Dingen auch ein menschenwürdiges Arbeiten. Das ist das, was da ist. Wenn man es überlegt, dass ein Intensivpatient jetzt unter Corona-Bedingungen alle 15 Minuten gedreht werden muss im Bett, ja, und das müssen 6 Leute machen pro Patient, ja, und alle in Vollmontur unter FFP3-Masken, das ist eine Wahnsinnsaufgabe und das für das Geld. Das wundert mich nicht, dass die Leute weglaufen. Wolfgang, was sollte man da anders machen? Ich meine, da sind Versäumnisse unterbezahlt. Wir haben jetzt zu wenig Intensivbetten. Was hätte man anders machen sollen, im Vorfeld schon anders machen sollen? Na gut, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Ist spekulativ letztendlich. Man hat natürlich diese Privatisierungswelle in vielen Bereichen gehabt. Der Staat hat sich zum Teilweise damit finanziert, der hat Sachen verkauft. Das geht ja bis hin zur Privatisierung von Straßen, dass man sagt, man gibt öffentliche Aufgaben in die Privathände, hat damit vielleicht einen kurzfristigen Effekt, dass man den Staatshaushalt entlastet und durch die Corona-Krise und vor allem auch durch die massive Aufnahme weiterer Schulden über die Corona-Krise ist es so, dass der Staat eigentlich schauen muss, wie er zu Geld kommt, um nicht in die Pleite zu steuern. Und das Mittel, was halt jetzt adäquat dafür gewählt wird, ist die Inflation.
Und wir kriegen jetzt erzählt, dass also irgendwie 4,5% Inflation herrscht. Das ist ein 28 Jahre hoch. So hoch war die Inflation noch nie. Und tatsächlich ist sie noch viel höher als diese 4,5%. Weil es hat jetzt ein Volkswirtschaftler mal ausgerechnet, wenn du die Energiekosten nimmst, wenn du die Lebensmittelkosten nimmst und all diese Sachen, die einen Privathaushalt mit 2 oder 3 Kindern betreffen, dann liegt es über 13%. Und da findet ja kein Lohnausgleich statt, sondern das ist echter Kaufkraftverlust. Und da muss man irgendwie gegensteuern und da muss man gucken, was der Staat tut oder welche Lenkungsmechanismen es gibt oder was der Einzelne tut, um sich selber davor zu schützen. Steffen, als Handwerker hast du Verträge. Du hast wahrscheinlich während der oder auch jetzt in der Corona-Zeit eben Verträge gemacht mit Kunden und du musst jetzt liefern. Die Lieferketten sind teilweise unterbrochen. Das heißt also, um deinen Vertrag erfüllen zu können, musst du viel mehr ausgeben, kannst aber eben weniger nehmen. Wie lange kann das so weitergehen? Wie möchtest du das am liebsten in der Zukunft in deinem Unternehmen gestalten? Ja, die Problematik ist halt, bei uns geht das noch einigermaßen, weil wir sehr nicht so lange Aufträge haben, aber es gibt ja auch viele Handwerker, die ja Projekte haben, die sich über 1-2 Jahre erschließen und da wird jetzt der Kunde nicht sagen, okay, ich habe jetzt Materialsteigerungen, wenn ich es nicht vorher schon vereinbart habe, die sind ja nicht bei, wie das die ganzen Jahre waren, 2-3% Steigerung pro Jahr, sondern die sind ja teilweise bei 40-80% in gewissen Bereichen, nicht im gesamten Projekt. Und da ist es ja so, wir haben mehr gemacht oder mehr geleistet, aber weniger Marge erzielt, weil die Kosten eben und der Aufwand eben höher war. Arno, wie willst du dein Business in der nächsten Zeit gestalten? Gibt es Positives, was du noch siehst? Es gibt sehr viel Positives. Ich sehe in jeder Krise und gerade in dieser Krise auch eine sehr große Chance. Und diese Chance geht in allen Lebensbereichen. Also ich glaube, wenn wir bei der Familie mal anfangen, es hat uns auch viel Zeit gegeben, über mit dem Partner was zu tun, mit den Kindern was zu tun. Und im Büro war dieses Homeoffice, wo man vor 2 Jahren noch gesagt hat, ist uneffizient, die Leute arbeiten nicht so viel. Also ich habe Homeoffice zum Teil auch als sehr positiv erlebt. Das heißt, wenn man Mitarbeiter hat, die eigenständig arbeiten, ist Homeoffice sogar sehr positiv, wenn daheim die Rahmenbedingungen stimmen, weil sie einfach nicht mehr so abgelenkt werden. Im täglichen Bereich, es sind so viele Telefonate, so viele Termine, die gar nicht so wichtig sind. Und das hat sich, also ich sehe hier auch positive Effekte und auch über gewisse Dinge wirklich nachdenken. Das war der Punkt Materialerhöhung. Materialpreiserhöhung war ja nicht nur Corona, sondern das ist letztendlich auch die Entwicklung seit Jahrzehnten, dass einfach Rohstoffe verbraucht werden und wir viel zu wenig diese Rohstoffe recyceln. Bei uns ist zum Beispiel Kupfer, was in der Haustechnik sehr viel eingesetzt worden ist, ist der Preis um nahezu 100% angestiegen. Und wir dürfen uns Gedanken machen, wie wollen wir zukünftig effizient, energieoptimiert bauen. Also es regt auch zum Nachdenken an und deswegen sehe ich mindestens genauso wie die Probleme da sind, sehe ich auch viele Chancen, die wir gemeinsam miteinander lösen dürfen. Wolfgang, bei dir die Chancen, die Krise bringt, für die Zukunft zu sehen? Es ist immer so, also ich stimme da dem Arno komplett zu, es gibt immer da, wo eine Krise ist, gibt es auch eine Chance. Und die Chance ist halt wirklich, zumindest in bestimmten Bereichen einen Reset hinzukriegen, zu sagen, lasst uns vielleicht auf dem Stand, den wir jetzt erreicht haben, was die Verkehrsflüsse betrifft. Also ich sage es mal meiner eigenen Person, ich bin jetzt viel mit der Bahn unterwegs,
wenn ich unterwegs bin. Es ist zwar nicht so angenehm, während der ganzen langen Bahnfahrt immer eine Maske aufzuhaben, aber es ist immer noch ein angenehmeres Unterwegssein, als mit dem Auto von Würzburg nach Berlin zu fahren. Und wenn die Verbindungen stimmen, dann ist das eine ganz angenehme Sache. Und ich denke mal, dass man wirklich reflektieren muss, um die einzelnen Bereiche zu identifizieren. Wo kann ich was machen? Wo kann ich mich verbessern? Und auch für das Unternehmen einfach da bestimmte Optimierungen zu erreichen. Steffen, die Zukunft. Wie gestaltest du es? Was wird positiv? Ja, also ich sehe der Zukunft eigentlich schon immer positiv entgegen. Ich sage mal so, ich habe mich ja spezialisiert, weil ich mir irgendwann mal gesagt habe, der Markt sucht Spezialisten. Und dadurch bin ich eigentlich von der Badsanierung auf die Teilsanierung ja gekommen und mache heute sehr viele Teilsanierungen ausschließlich für Senioren. Ich habe also quasi meine Kundengruppe spezifiziert und ich sage mal so, dadurch sehe ich der Sache gar natürlich irgendwo positiv entgegen. Ja. Wie der Arno schon gesagt hat, jede Krise ist auch eine Chance für was Neues und man muss sich halt immer nahezu positionieren und der Sache halt entgegengehen und dann schaffen wir das auch gemeinsam. Peter, du bist Schauspieler, du stehst auf der Bühne, du hast viel mit Schauspielern zu tun, mit Kultur zu tun. Kultur ist wichtig, selbst in Krisen ist Kultur wichtig. Das haben wir in einer weltweiten Krise, die schon lange, lange her ist, auch erlebt, dass gerade eben Kultur Menschen wieder nach vorne gebracht hat. Welche Chancen hat die Kultur, gerade eben die Kleinkunst an Tagen wie diesen? Ja, die hat eine sehr, sehr große. Von den Toten Hosen, aber. Ja, die hat eine sehr große Aufgabe natürlich. Ja, und ich meine, es gibt die öffentlich geförderte Kultur, ja, ich sage mal ARD, ZDF, RTL und so weiter und so fort, oder Staatstheater. Und dann gibt es eben diese Kleinkunst. Und ich glaube, genau die Kleinkunst hat hier eine Möglichkeit, was zu schaffen, was die Großen nicht schaffen können. Weil die Großen gehen in die Medien hinein und schaffen eigentlich mehr, ich sage es so schön, faules Zuschauertum. Du sitzt vor deinem Fernseher, du hast deine Bierflasche in der Hand und hast deine Pizza und dann kannst du dich berieseln lassen. Ja? Aber das ist gesteuert. Da kann die Kamera kann steuern. Dagegen in der Kleinkunst, wenn du auf einer kleinen Bühne spielst, bist du viel intensiver, bist du viel näher auch dem Publikum dran. Und das kann nicht kontrolliert werden. Und für mich hat das Ganze so ein bisschen so diese Eigenschaft, dass eigentlich die Kleinkunst mit Sicherheit überleben wird, weil es immer Menschen geben wird, die anders denken, die anders sind, die neue Ideen haben. Und das ist das, was sich entwickelt in der Kleinkunst und nicht in den großen Medien. Und man kann das wunderbar vergleichen auch mit taktischer Kriegsführung. Ein Schlachtschiff, ja, das ist träge, ein Kreuzer ist träge, der fährt lang, der muss auch lang, bis er gestoppt ist. Aber den Krieg gewinnst du mit der Guerillataktik, das heißt mit kleinen Kampfeinheiten hinter der Front. Und genau das ist das, was Kleinkunst macht. Und das habe ich auch bei mir eine Regel festgelegt mit meinen Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir gesagt haben, wir werden mit unseren Shows im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen nicht ins Fernsehen gehen. Wir werden nicht in YouTube-Shows veröffentlichen oder sonst was, sondern der, wo Buchenau sehen will, muss Buchenau live sehen. Und wenn es noch 2 Jahre dauert, dann ist das einfach so. Aber uns wird man nicht im YouTube in irgendeiner Art und Weise sehen können mit einem vollen Programm. 4 Unternehmer in einer Runde. Wir könnten natürlich stundenlang jetzt noch da diskutieren. Wir kommen natürlich genauso wenig zu konkreten Ergebnissen wie unsere Politik. Aber abschließend dürfen wir sagen, 4 Leute, die es nicht aufgegeben haben, ihre Chancen zu sehen. Dankeschön für den Besuch hier bei Würzburg Radio.